Hi Leute, ich bin's Albert von wparea.de und in diesem Video schauen wir uns an, wie wir noch einfacher Android-Apps unter Windows 10 installieren können. Und zwar haben wir schon gestern ein erstes Tutorial dazu gehabt, nämlich wie man das über die Kommandozeile machen kann, aber es gibt mittlerweile auch einen Entwickler, der eine noch einfachere Methode gefunden hat, wie man das installieren kann und auch dazu ein Tool mit einem sehr schönen Interface geschrieben hat. Was ihr dafür braucht, ist einerseits ein Windows 10 PC, ein Windows 10 Smartphone und ein USB-Kabel, mit dem ihr die beiden verbindet. Dann benötigt ihr natürlich auch noch die Android-Apps und diese APK-Dateien könnt ihr euch auch direkt von unserer Repository, die wir für euch eingerichtet haben, runterladen. Und zwar findet ihr den Link dazu in der Beschreibung. Also, als erstes müsst ihr bei eurem Windows Phone den Entwicklermodus einschalten. Dazu geht ihr in die Einstellungen, dann zu Update und Sicherheit. Und dann in das Menü für Entwickler. Hier habt ihr also da den Entwicklermodus, den müsst ihr aktivieren und dann auch die Gerätesuche. Und danach ladet ihr eben das Installationstool herunter, welches ihr eben auch in der Beschreibung findet. Dann geht ihr in diesen Ordner, wo ihr das Tool habt und klickt auf IP over USB Installer und auf die VC Redist x86 Exe. Die beiden Programme müsst ihr installieren und erst dann könnt ihr hier die apk-deployment.exe-Datei starten. Also einfach einen Doppelklick drauf, ausführen und schon habt ihr eben dieses Programm. Was ihr hier machen könnt, ist eben direkt die Android-Apps über dieses Tool installieren. Dieses apk-deployment-Tool erledigt also die ganzen Kommandozeilenbefehle alle im Hintergrund, damit ihr das eben nicht machen könnt. Damit ihr das Smartphone also jetzt verbindet, müsst ihr hier eben auf diesen Pair-Button klicken, aber vorher müsst ihr am Smartphone einfach auf Koppeln gehen und eben diesen Code hier eingeben, wo steht Key to Pair. Einfach in dieses Fenster also euren Code reinschreiben und dann auf Pair gehen. Das dauert dann einige Sekunden und sobald das fertig ist, könnt ihr frei alle Android-Apps installieren, die ihr wollt, solange sie natürlich dann auf dem Smartphone funktionieren. Ich habe hier also auch einige APK-Dateien vorbereitet. So, dann schauen wir mal, was ich noch nicht am Smartphone drauf habe. Beispielsweise den Facebook Messenger vermisse ich hier. Auch den habe ich irgendwo heruntergeladen. So, Facebook Orca heißt der, soweit ich weiß. Dann zieht ihr die App einfach hier rüber und drückt auf Deploy All. So einfach ist das. Und sobald die Installation dann fertig ist, werdet ihr sie hier oben beim Smartphone dann sehen. Dieser Vorgang dauert je nach Größe der App unterschiedlich lang. Ich rechne damit, dass die Installation des Facebook Messengers, welcher eben hier 20 MB hat, rund 1 bis 2 Minuten dauern dürfte. So, nachdem das jetzt fertig ist, habt ihr hier oben den Messenger installiert. Dann könnt ihr auch gleich direkt drauf tippen. Die App wird geladen und ihr werdet auch gleich sehen, dass es sich hierbei um die Android-App handelt, sobald dieser Ladevorgang dann beendet ist. So, hier haben wir die App. Dann gehe ich auf mit Facebook anmelden, werde ich da gleich meine Daten hier eingeben. So, das war jetzt der lästige Android-Ton vom Messenger und hier habt ihr schon den Facebook Messenger für Android. Ist auf jeden Fall eine App, die ganz gut funktioniert und ihr könnt das wirklich mit jeder Android-App, die ihr in die Finger kriegt, ausprobieren. Es ist halt auch nicht unbedingt garantiert, dass das am Ende dann auch funktioniert. So, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!